Ja, vielen Dank, Herr Quenstedt, für die ausführliche Vorstellung und den Veranstaltern, Veranstalterinnen hier für diese Einladung. Ich bin sehr gerührt, hier in Präsenz anwesend zu sein und ja, am Ende hoffentlich dieser bleiernen Periode irgendwie ein Stück ästhetische Präsenz zurückzugewinnen. Das ist sehr schön. Herr Quenstedt hat eigentlich schon alles vorweggenommen. Ich hatte einen Aufhänger vorbereitet, aber er hat es eigentlich schon gesagt. Ich habe eine Schwäche für diese Gattung des Lehrgedichtes, die ja traditionell als eine der langweiligsten und furchtbarsten Gattungen überhaupt gilt. Und daran ist der Autor schuld, um den es heute geht. Gotthold Ephraim Lessing. Worum soll es heute gehen? Also, wir sehen hier eine Auswahl frühneuzeitlicher Lehrgedichte, also eine Gattung, die sich durch die gesamte lange Frühneuzeit hindurchzieht. Stephen Greenblatt hat sogar die Wende, die große Wende zur Renaissance mit der Wiederentdeckung des Lucrez, seines Gedichtes De Rerum Natura, beginnen lassen. Es gibt Lehrgedichte über alle Themen, auch noch im 18. Jahrhundert, auch noch im späten 18. Jahrhundert. Ursprünglich wollte ich Ihnen das eigentlich präsentieren, ein Lehrgedicht über die Pocken, ursprünglich lateinisch, dann in der deutschen Übersetzung, aber diese Art Pockenpoesie, die schien mir dann doch irgendwie unpassend. Wir wollen ja jetzt auch wieder ein bisschen uns öffnen und nach draußen gehen. Aber es ist ein hochinteressantes Gedicht, spannend, in den Horen 1797, in dem natürlich auch die Impfung schon vorkommt, aber leider schief geht am Ende. So, also, wie sortiert sich das ein, was ich heute vorstellen möchte? Dazu habe ich eine kleine Folie mit Stichworten vorbereitet, die ich aber jetzt nicht im Einzelnen vorab erklären möchte. Das ist ein bisschen das Spektrum der Themen, die mich interessieren. Es sortiert sich natürlich in der großen Rubrik Practices of Representation of Knowledge ein, die auch angesprochen wurde. Auf der anderen Seite besteht eine gewisse Reibung zum Programm, in dem hier doch theoretische Reflexionen im Kontext der Aufklärungsästhetik aufgerufen werden. Ich rufe eine Gattungsgeschichte auf, die im mittleren 18. Jahrhundert sehr paradox ist. Um 1750 herum entsteht eine Flut neuer Lehrgedichte, also ein Klimax dieser Gattung, aber eben zugleich auch die Krise dieser Synthese von Wissen und Ästhetik. Und wie das zugegangen ist, möchte ich Ihnen im Folgenden erklären, etwas entlang dieser Stichpunkte, entlang einer werkbiografischen Linie, die vom frühen Lessing zum mittleren sozusagen führt, von den Lehrgedichten zum Laokoon. In einer Besprechung von Christian Benjamin Schuberts Lehrgedichten 1751 für die Berlinische Privilegierte Zeitung schreibt Lessing 1751: Unseres Wissens hat sich die Epoche des gereinigten Geschmacks unter den Deutschen mit vortrefflichen Lehrgedichten angefangen. Diese Feststellung greift eine Aussage des Autors Schubert auf, der die Konjunktur der Gattung Lehrgedicht auf einen, Zitat, geläuterten Witz und verbesserten Geschmack zurückführt. Seine kurzen didaktischen Poesien, die sich buchstäblich Gott und der Welt widmen, von der Schöpfung über den Menschen bis zu Wiederbringung Himmel und Hölle, was Sie hier sehen können, adressiert Schubert an den wahrheitsliebenden Leser. Lessing greift diesen Anspruch in seiner Rezension ironisch auf, Zitat, mit dem Lehren fährt er so ziemlich. Man wird lauter vortreffliche Wahrheiten darin finden, die man längst gewusst hat. Mit dem Dichten ist es ihm desto schlechter gelungen. Der Gegensatz also von Wahrheit und Dichtung ist der zentrale Topos in der Gattungspoetik des Lehrgedichts. Lessing greift Charles Batteux' bekannte Definition der didaktischen oder dogmatischen Poesie auf. Dogmatische Poesie ist der Begriff Gottscheds. Das ist diese hier. Daher kann man das didaktische Gedicht, sagt Batteux, überhaupt beschreiben, die Wahrheit in Verse gebracht. Und zum Gegensatz die andere Gattung der Poesie, die Erdichtung, in Verse gebracht. Lessing selbst ist die Gattung Lehrgedicht 1751 bestens vertraut. Er hat selbst insgesamt 9 Lehrgedichte verfasst, die in der 8-bändigen von Herbert Göpfert besorgten Hansa-Ausgabe ca. 40 Seiten umfassen. Das bekannteste unter ihnen ist das umfangreiche Fragment »Die Religion«.
Die sechs gehaltvollsten der zwischen 1748 und 52 entstandenen, durchweg im Alexandriner verfassten Gedichte werden im ersten Band von Lessings Schriften von 1753 unter dem Titel Fragmente publiziert. Und das hier ist die Liste dieser ja, durchweg fragmentarischen Texte. Durch philologische Auszeichnung und paratextuelle Markierung wird der Fragmentcharakter dieser Texte in der Ausgabe von 1753 besonders inszeniert. In gewohnt ironischer Weise werden von Lessing zu diesem Zweck neue, den Ausschnittscharakter betonende Überschriften gesetzt. Also zum Beispiel aus einem Gedichte an den Herrn Mylius. Relativierende Vorreden, Autorkommentare und Schlussbemerkungen werden eingefügt, die das Konvolut dieser didaktischen Poesien einer überwundenen werkbiografischen Phase zuordnen. Dabei bleiben Mystifikationen sowie vorgreifende Werkfiktionen nicht aus. Fragment, Probe und Versuch sind Leitbegriffe einer Ästhetik des Provisorischen und Prozessualen, der Lessing bis zum Laokoon und zur hamburgischen Dramaturgie treu bleibt. Im Lehrgedicht als Grenzphänomen der Ästhetik stellt sich, so meine These, für Lessing systematisch die Fragen nach Grenzen, Definitionen, Eigenlogik und Autonomie der Poesie, die sich mit einem doppelten Vorzugsstreit konfrontiert sieht. Einerseits erstens dem historischen Streit zwischen den Ancien et Moderne, also den Alten und den Neuen, andererseits zwischen dem systematischen Streit zwischen der Kunst und dem Wissen oder der Wissenschaft, genauer gesagt. Im Folgenden möchte ich Ihnen in weiteren vier Schritten zeigen, wie sich diese Linie, also vom Lehrgedicht zur Kritik und Ablehnung des Lehrgedichts im Namen von so etwas wie Poetizität vollzieht. Zunächst analysiere ich am Beispiel eines Lehrgedichtfragments die doppelt prekäre Stellung der Poesie in dem erwähnten Vorzugsstreit. Daraufhin zeichne ich die förmliche Zurückweisung des Lehrgedichts in einer Schrift mit dem Titel Pope, ein Metaphysiker, Ausrufezeichen, die Lessing mit Moses Mendelssohn zusammen veranstaltet hat. Schließlich folge ich der berühmten Kritik an den Lehrgedichten Albrecht von Hallers im Laokoon und komme am Ende noch einmal zur Frage nach dem Verhältnis von Ästhetik und Wissen, das im Laokoon ja neben der bekannten Frage nach den Grenzen der Malerei und der Poesie eben auch verhandelt wird. Damit zu meinem zweiten Punkt, Ende der Kunst oder die Querelle in Verse gebracht. Ich konzentriere mich im Folgenden kursorisch freilich nur auf ein Lehrgedicht, ein Bruchstück aus dem Lehrgedicht mit dem Titel Aus einem Gedichte an den Herrn M. Hinter dieser Initiale verbirgt sich Lessings Freund, der Journalist, Naturforscher und Publizist Christlob Mylius, dessen nachgelassene vermischte Schriften Lessing nur wenige Jahre später herausgeben wird. Das Gedicht war im 72. Stück der Zeitschrift Der Naturforscher unter dem Titel erschienen. Ob die Neuern oder die Alten höher zu schätzen sind. Ob die Neuen oder Alten höher zu schätzen sind. Schon hier war es durch den abschließenden Zusatz das übrige Volk künftig als unvollständig ausgewiesen. Im Journaldruck von 1748 stellte Herausgeber Mylius den Zusammenhang mit der Querelle des Anciens et des Modernes ausdrücklich her, indem er in einer kurzen Vorbemerkung die Ausgangsthese des Gedichtes vorwegnimmt. Der Streit über den Vorrang der Neuen oder der Alten bleibt indes unentschieden. Monika Fick hat auf eine Verschiebung der Gewichte innerhalb der Argumentation hingewiesen. Zitat: Aus dem Rangstreit zwischen den Alten und Neuen wird ein Rangstreit zwischen Naturforschung und Dichtung, aus dem die moderne Dichtung, also Lessing sozusagen, gleich doppelt als Verlierer hervorgehen wird. Zunächst jedoch wiederholt Lessing vertraute Argumente der Querelle-Debatte, das sehen Sie hier bereits. Der lobt die Neuen nur und der lobt nur die Alten. Freund, der sie beide kennt, spricht, mit wem soll ich's halten? Die Weisheit war sie nur verflossener Zeiten eher, ist nicht des Menschen Geist der alten Größe mehr? Wie, oder war die Welt zu unserer Zeit nur weise und stieg die Kunst so spät bis zu dem höchsten Preise? Nein, nein, denn die Natur wirkt sich stets selber gleich, im Wohltun stets gerecht.
an Gaben allzeit gleich. An Geistern fehlt es nie, die aus gemeinen Schranken des Wissens sich gewagt, voll schöpferischer Gedanken. Ausgangspunkt ist ein Topos der Querelle-Debatte, also die Warnung, weder zu sehr dem Vorurteil des Klassischen noch dem Vorurteil der Novitas anheim zu fallen, Präjudicium Classicum, Präjudicium Novitatis, diesem Vorurteil vom ausschließlichen Vorzug der einen oder anderen Seite wirkt die These von der Naturkonstanz entgegen, die sich in der Argumentation der Moderni insbesondere findet. Also die Naturvergreisungsthese steht auf der anderen Seite, dass die Natur sich zunehmend erschöpft, die Antike also einen schlechthinigen Vorzug genießt aufgrund dieser abnehmenden, fallenden Linie der Geschichte. An die Stelle eines absoluten Vorrangs der einen oder anderen Epoche tritt ein relativer, da heißt es bei Lessing, Zitat, das Alter wird uns stets mit dem Homer beschämen und unserer Zeiten Ruhm muss Newton auf sich nehmen. Zwei Geister gleich an Größe. Damit greift Lessing einen wiederum gängigen Vergleich der Querelle zwischen Ingenium und Judicium Disziplinen auf. Ein Vergleich, der schon bei Perrault den Sinn hatte, die neuen Experimentalwissenschaften für die Newton als Prototyp oder Reflexionsfigur steht, diese Experimentalwissenschaften von der Verpflichtung auf die Nachahmung der Antiken oder auf die Auctoritas Veterum zu entkoppeln. Was die Quellen des Wissens betrifft, unterscheidet Lessing jedoch nicht zwischen Ingenium und Judicium Disziplinen. Auch die Naturforschung fordert Genie, Geist und schöpferische Gedanken. Damit wird den Dichtern jedoch ihr Vorzug vor den Naturwissenschaftlern genommen. Zwischen Homer und Newton vollzieht sich eine Art Translatio Ingenii. Die Naturwissenschaft wird zur eigentlichen Ingenium-Disziplin. Damit, und das ist jetzt das Paradox dieser Argumentation, damit ist das Zeitalter der Dichter jedoch vorüber, das Ende der Kunst nahe. Mit dieser radikalen Konsequenz verändert sich die Argumentation. Lessing scheint sich ihres prekären Telos bewusst zu werden. Im Folgenden mäandriert er zwischen Verteidigung und Verwerfung der Dichtung, zwischen Apologie und Angriff und all das in einem ironischen, irgendwie schauspielernden Ton, bei dem eben Ernst und Scherz fließend ineinander übergehen. Was ist denn ihre Kunst und worauf trotzen sie? Der Dummkopf, der sie schmäht, begriff ihr Vorrecht nie. Also es geht jetzt hier um die Dichtung, die Dichter. Ihr Muster ist Natur. Sie in belebten Bildern mit eigenen Farben uns. Verschönert oft zu schildern. Doch Dichter, sage selbst, was schilderst du von ihr? Der Dinge Flächen nur und Schein gefallen dir. Wie sie das Auge sieht, dem Geiste vorzumalen, bleibst du den Sinnen treu und machst auch Geistern Schalen. Ins Innere der Natur dringt nie dein kurzer Blick, dein Wissen ist zu leicht und nur des Pöbels Glück. Dichtung und Naturwissenschaft sind also vergleichbar, weil beide auf Natur zielen. Dichtung beruht auf Mimesis. Sie schildert Natur mit eigenen Farben, also das heißt mit angemessenen, mit realistischen Farben, in belebten Bildern. Ihre Sache ist es, die Dinge zu zeigen, wie sie das Auge sieht, in ihrer ästhetischen Phänomenalität also. An eine Aufwertung der sinnlichen Erkenntnis im Sinne von Baumgartens zwei Jahre später erschienener Ästhetika oder an eine Aufwertung der Einbildungskraft ist hier gerade nicht gedacht. Lessing ist ganz der Idee einer malenden Dichtung, also dem ut pictura poesis Gedanken verpflichtet, rückt diesen jedoch ins Licht platonischer Mimesiskritik ein. Dichtung spiegelt ausschließlich die Oberfläche der Dinge, sie ist mit Platon ein Drittes von der Wahrheit. Ins Innere der Natur dringt nie dein kurzer Blick. Der Paragone mündet damit ins uneingeschränkte Lob der Naturforschung, deren Felder Astronomie bis Botanik, Zoologie und Medizin nun katalogartig überblickt werden. Dazu gehöret mehr, so schließt Lessing seine Aufzählung, als wenn beim Glase Wein der Dichter ruhig singt, besorgt nur um den Schein. Die frontale Wendung gegen die anakreontische Muse, die Lessing in anderen Gedichten des Naturforschers durchaus mit der Naturforschung selber zu verbinden weiß, und das ist dieses ironische Versteckspiel, das Lessing hier mit dem Leser treibt, zeigt den kontrapunktischen Charakter von Lessings Einlassungen, so die Formulierung von Wilfried Bahner,
der hier von clownshaft infantiler Insistenz spricht, soweit muss man nicht gehen, aber der ironische, irgendwie experimentierende Charakter dieser Formulierungen ist deutlich. Immerhin scheint am Ende die vermittelnde Formel von der Naturkonstanz widerrufen, und zwar zugunsten eines Fortschrittsstandpunkts, der nun immer entschiedener christlich-religiös gewendet wird. O Zeit, beglückte Zeit, wo gründlich seltene Geister, Gott in der Kreatur, im Kunststück seinen Meister, dem Spötter aufgedeckt, der blind sich und die Welt für eine Glücksgeburt des blinden Zufalls hält, also Epikureer und Atheisten. Rühmt eure Dichter nur, ihr Väter alter Zeiten, die Meister schönen Wahns und kleiner Trefflichkeiten, durch die Gott und sein Dienst ein albern Märlein ward, vom Pöbel nur geglaubt, der Geister kleinsten Art. Die Wahrheit kam zu uns im Glanz herabgeflogen und hat im Newton gern die Menschheit angezogen. Uns ziert ein Aldrovant, ein Reaumur ziert uns mehr als die Musen euch im einzigen Homer. Lessing erteilt hier eine deutliche Warnung vor einer redaktionistischen Forschung, die sich im Gestus der Herrschaft über die Natur erhebe. Im 1748, im Todesjahr Barthold Hinrich Brooks, bezieht Lessing eine physikotheologische Position, also der Versuch, der Naturforschung eine letztlich dienende Funktion zuzuweisen im Dienste eines Gottesbeweises. Auch Lessing appelliert dafür, Zitat, im Kunststück seinen Meister zu sehen oder in der Mücke den Schöpfer aller Dinge. Und ich glaube, diese Argumentationen kennen viele, Gott aus der Natur, aus der Ordnung oder aus der Akribie der Lebewesen heraus zu begründen. In diesem Fall gibt es, zeige ich mal, die Insektotheologia. Also es war ein hochspezialisiertes Geschäft, diese Physikotheologie, hinter der also auch eine Insektenkunde ihren Platz findet. Ja, das ist also die Schlagrichtung Providenz gegen Kontingenz, Notwendigkeit gegen Blindes, ungefähr, und dieser Gegensatz bestimmt auch das Verhältnis von Philosophie und Poesie. Während die Naturforschung jeden Zufall aus der Weltordnung verbannt oder vertreibt, findet die Dichtung in ihm ein eigentliches Revier. Statt Notwendigkeit und Wahrheit produziert der Dichter Abenteuer, wie es heißt, Abenteuer, die jener nur erfindet. Während der Dichter Möglichkeiten dichtet, entdeckt Newton in den festen Regeln der Naturgesetze die Harmonie des Kosmos, die er gegen die Spötter verteidigt. Dichtung bedeutet dagegen Abfall, Deviation von der besten aller Welten zugunsten möglicher Welten. Schlimmer noch, für die Dichtung stehen neben dem heroischen Roman, also Stichwort Abenteuer, vor allem die Anakreontiker als Hedonisten. Das Gedicht schließt mit einer Polemik gegen den Aristotelismus, die sich auf das Argument des Präjudicium Auctoritatis, also der Vorurteilskritik, bezieht. Während Dichtung auf das Prinzip von Autorität und Nachahmung angewiesen bleibt, kann die Lehre der alten Weisen keinerlei Verbindlichkeit mehr haben. Damit ist ein Endpunkt erreicht. Es ist kein Zufall, dass der Text an dieser für die Sache der Poesie so unbequemen Stelle abbricht. In einem ironischen Kommentar schreibt Lessing die Tatsache, dass dieses Gedicht nicht ganz ist, also nicht vollständig ist, und dass ich es an vielen Orten selbst nicht mehr verstehe, seinem Zensor, Herrn Professor Menz aus Leipzig, zu. Das ist so eine dieser ironischen Wendungen. Er, also dieser Menz, hat unter anderem den ganzen Schluss weggestrichen, worin man über gewisse, wenn Gott will, physikalische Kindereien lache, in welchen der und jener Naturlehrer all seine Geschicklichkeit bestehen lässt. Der mystifizierende Charakter dieser ironischen Bemerkung ist ja offensichtlich. Dieser Zensor dürfte niemand anders als Lessing selbst gewesen sein, der weniger an der Zensur als an den Aporien seiner Argumentation gescheitert ist, also Stichwort Ende der Poesie. Damit zu einem dritten Abschnitt, ästhetische Wende, Pope ein Metaphysiker. Innerhalb der Querelle-Debatte musste die Position der Moderne, sofern sie die Überlegenheit der Gegenwart über die Antike, der Naturforschung über die Dichtung postulierte, zu einer Aporie führen, wie wir jetzt eben gesehen haben.
Sollte das Ende der Poesie verhindert werden, kam es darauf an, den Paragone zwischen Poesie und Wissenschaft nicht historisch, sondern systematisch zu denken. Einen wichtigen Schritt auf dem Weg einer Entkopplung von Poesie und Philosophie stellt die mit Mendelssohn verfasste Preisschrift Pope, ein Metaphysiker, dar. Sie antwortete auf eine Ausschreibung, hier sehen Sie, Pope, ein Metaphysiker, Ausrufezeichen. Sie antwortete auf eine Ausschreibung der Académie Royale des Sciences et Belles-Lettres in Berlin 1755, die eine kritische Stellungnahme du système de Pope contenu dans la proposition tout est bien erbat, also alles ist gut, die berühmte Formel der Theodizee. Die Ausschreibung diente dem offensichtlichen Ziel des Akademiepräsidenten Maupertuis, die Leibnizsche Theodizee zu diskreditieren. Die Gemeinschaftsarbeit wurde aus strategischen Gründen nicht eingereicht, sondern erschien anonym im selben Jahr. An der umfangreichen Widerlegung interessiert uns nur ein Abschnitt, in dem es um die, so heißt es, vorläufige Untersuchung geht, ob ein Dichter als ein Dichter ein System haben könne. Sie stammt sicherlich aus der Feder Lessings und kommt unumwunden zum Punkt. Das Gedicht wird mit Baumgarten, also jetzt ist Baumgarten schon da sozusagen, jetzt wird mit Baumgarten zunächst als vollkommen sinnliche Rede bestimmt. Daraus ergibt sich jedoch ein Widerspruch zum Anspruch des Systematischen. Während der Metaphysiker streng terminologisch verfährt und diskursiv, ist es den Dichtern zugestanden, Zitat, dass sie nie bei der strengen Wahrheit bleiben. Keineswegs sind sie insofern an eine so sklavische Ordnung gebunden. Nichts ist der Begeisterung des Dichters mehr zuwider. Ambiguität und schöne Unordnung, beau désordre, sind kein Abwertungsgrund mehr, sondern geradezu die Essenz des Poetischen. Lessing hat seinen Aesthetic Turn vollzogen. Baumgarten weist den Weg aus den Aporien des gründlichen Zeitalters. Am Beispiel des Lucrez stellt sich daher die Frage nach der Lehrdichtung überhaupt. War sie im Gedicht an Mylius noch die letzte mögliche Form der Dichtung, ja, bevor der Poesie sozusagen das Licht ausgeht, letzte mögliche Form Lehrdichtung, so scheint nun ihre Legitimität gründlich bestritten. Zitat, Lucrez und seinesgleichen sind Versmacher, aber keine Dichter. Ja, Lucrez und seinesgleichen sind Versmacher und keine Dichter. Das ist ein Satz, den man in allen Gattungsgeschichten des Lehrgedichts natürlich bis heute an prominenter Stelle liest. Lessing schließt natürlich an einen Locus Classicus der aristotelischen Poetik an, die er bekanntlich als Spezifikum der Poesie die Nachahmung handelnder Personen einführt. Daraus ergibt sich automatisch der Ausschluss der Lehrdichtung. Ich glaube, ich habe das Zitat hier auch nochmal. Homer und Empedokles haben, sagt Aristoteles, nichts, außer dem Vers, nichts Gemeinsames. Daher wäre es richtig, den einen als Dichter, den anderen als Naturforscher zu bezeichnen. Lessing teilt diesen Ausschluss der didaktischen Poesie aus der Poesie. Das Lehrgedicht wird zum Problem der Poetik. Dichtung zielt nicht auf Wahrheit, sondern, Zitat, auf lebhaften Eindruck. Popes Unternehmen scheint gerechtfertigt, weil er gar kein System anstrebt, sondern alle dahin einschlagenden Wahrheiten, so Lessing, in ihrem schönsten und stärksten Lichte seinen Lesern darstellen wolle. Verantwortlich für diese ästhetische Wende, ich hatte es schon angesprochen, sind zwei Autoritäten, die Lessing nach 1750 für sich entdeckt. Baumgartens Ästhetiker und Aristoteles Poetik, deren erste deutsche Übersetzung durch Michael Konrad Curtius im 1753 erscheint. Lessing rezensiert das dann im August 1753 gleich für die Berlinische Privilegierte Zeitung. Und hier muss man eben ein bisschen in die Mikrogeschichte der Literatur hineingehen, um diese Entwicklung zu sehen, die gewissermaßen Jahr für Jahr hier voranschreitet. Also jetzt sind diese beiden Big Player der Dichtungstheorie plötzlich und Ästhetik plötzlich im Spiel und waren das eben vorher nicht. Mit Baumgarten und Aristoteles hat Lessing einen theoretischen Doppelhalt gewonnen, von dem aus die Bestimmung der Eigenlogik der Dichtung möglich wurde. Beide zielten auf Entkopplung der Dichtung von philosophisch-metaphysischen, moralischen oder theologischen Indienstnahmen.
weswegen es auch irgendwie konsequent ist, dass die aristotelische Poetik eigentlich im Deutschen in der Breite erst hier zündet. Ja? Entgegen dem, was man in manchem Lehrbuch so liest, aber eigentlich ist 1750 der Startpunkt des deutschen Aristotelismus, der sogleich ein sehr kritischer ist, aber eben auch eine intensivere Auseinandersetzung mit diesem Buch selbst. Ja, was sind die zentralen Kategorien bei Baumgarten? Vollkommen sinnliche Rede und Verpflichtung auf Anschaulichkeit und Täuschung. Das ist die rhetorische Kategorie der Evidentia, der Schein, der auch vorher schon erwähnt wurde. Von Aristoteles bezog er den Impuls zu einer systematischen Theorie der Künste, die im Laokoon dann zu einer Feinjustierung der medialen Verfahrensweisen von Malerei und Poesie führte. Beide Neuansätze, also ästhetische Wende und Aristotelismus, gehen aus der Kritik der Lehrdichtung hervor. Beide sind zentral für den Laokoon, auf den wir nun einen raschen Blick werfen wollen. Viertens Laokoon, die Eigenlogik der Poesie. Mit einem Zeitsprung von mehr als 10 Jahren, 1766, nun zu Lessings Hauptschrift Laokoon über die Grenzen der Malerei und Poesie. Erschienen bei Christian Friedrich Voss 1766 in Berlin. Lessings Überlegungen stehen am Beginn einer Theoriebildung, in der die Wirkung von Kunst nicht mehr auf die Nachahmung der Natur zurückgeführt wird, sondern auf die Aktivierung der Einbildungskraft des Rezipienten. Imaginatio löst also Imitatio ab. Im Horizont der frühneuzeitlichen Paragone und Ut pictura poesis Debatten entwickelt Lessing eine rhetorische Linie, die am Begriff der Täuschung ansetzt. Und das ist jetzt also die große Pointe eigentlich, die man noch nicht so richtig herausgearbeitet hat, finde ich. Also der Begriff der Täuschung wird nun gewissermaßen zur Wahrheit der Dichtung und der Poesie erklärt. Beide, sagt Lessing, also beide Künste, das ist der Anfang, stellen uns abwesende Dinge als gegenwärtig, den Schein als Wirklichkeit vor. Beide täuschen und beider Täuschung gefällt. Der Fortschritt gegenüber dem Querellgedicht, das wir am Anfang gelesen haben, ist offensichtlich. Mithilfe des Evidentia-Konzepts gelingt es, das platonische Verdikt über die Mimesis zu unterlaufen. Dichtung ist Mimesis, aber immer mit dem Ziel der Enargeia, der Anschaulichkeit. Sie steht nicht als Schein der Wahrheit gegenüber. Ihre Wahrheit, das heißt die Veritas Aesthetica, ist der Schein, ist die Täuschung, die Illusion. Also das ist die Pointe, der Begriff Veritas Aesthetica bei Baumgarten, Paragraf 423 Baumgarten, der immer wieder ja solche tollen, prägnanten Formulierungen hat, wie diese hier. Also die Veritas Aesthetica, die liegt in der Täuschung. Was Dichtung von Prosa unterscheidet und von Wissenschaftsprosa, von Fachprosa, das ist die Fähigkeit des Dichters, so Lessing, die Ideen, die er in uns erwecket, so lebhaft zu machen, dass wir in der Geschwindigkeit die wahnsinnlichen Eindrücke ihrer Gegenstände zu empfinden glauben. Diese Täuschung bestehe darin, durch ein bequemes, also passendes Arrangement der Zeichen den ästhetischen Repräsentationsprozess so zu beschleunigen, dass der Rezipient über die Medialität der Kunst gewissermaßen hinwegsieht oder sie vergisst. Andernfalls, so Lessing, höre man in jedem Worte den arbeitenden Dichter, aber das Ding selbst sei man weit entfernt zu sehen. Als negatives Beispiel in diesem letzteren Sinne, also wenn man nur den Dichter arbeiten sieht, zitiert Lessing ein Passus aus Albrecht von Hallers Alexandriner-Gedicht Die Alpen, in dem es um Enziane geht, also Enzian-Strophen auch genannt in der Forschung. Ich lese das mal vor. Dort ragt das hohe Haupt vom edlen Enziane weit über niedern Chor der Pöbelkräuter hin. Ein ganzes Blumenvolk dient unter seiner Fahne, sein blauer Bruder selbst bückt sich und ehret ihn. Der Blumen helles Gold in Strahlen umgebogen, türmt sich am Stängel auf und krönt sein grau Gewand. Und so weiter und so weiter. Ich kürze das jetzt hier einfach mal ab. Sie sehen das Prinzip. Für Lessing wird Lesen erst dann zu einer ästhetischen Erfahrung, wenn es zum Sehen führt oder ein solches Sehen der natürlichen Dinge selbst supplementiert, also ersetzt. Anders noch bei Haller, also in der Generation vor Baumgarten und vor dem Aesthetic Turn.
Wo Lessing nur noch die ästhetische Dimension des Gegenstandes interessiert, wird die Empirie der Dinge bei Haller von einer symbolischen Dimension eingefangen. Der Text bleibt gerade nicht bei der einfachen Beschreibung stehen, also Hallers Text, den wir gerade gelesen haben, sondern verknüpft diese mit einer durchlaufenden Exegese. Der Text der Natur enthält ein Double Reading, wie David Valbury sagt. In einer eigenen Rezension des Laokoon kommt Haller selbst, also 30 Jahre nach dem Ende seiner poetischen Bemühungen und 40 Jahre nachdem er diese Zeilen geschrieben hat, auf diesen Standpunkt zurück, und das ist ganz interessant. Uns dünkt aber, Herr Lessing verfehlt hier des Zwecks, den ein Dichter bei solchen Gemälden sich vorgesetzt hat. Er will bloß einige merkwürdige Eigenschaften des Krauts bekannt machen, und dieses kann er besser als der Maler, denn er kann die Eigenschaften ausdrücken, die inwendig liegen, sagt Haller, die durch die übrige Sinne erkannt oder durch Versuche entdeckt werden, und dieses ist dem Maler verboten. Also der Dichter kann vorstoßen unter die Hülle des Scheins. Hans-Georg Kemper hat zu Recht betont, dass bei Haller, Zitat, noch die alte Struktur der Meditationspoesie mit ihrer Aufstiegsbewegung vom Sehen zum Meditari, vom Videre zum Meditari, von den sichtbaren Phänomenen zu den unsichtbaren Bedeutungen wirksam sei. In dieser allegorisch-emblematischen Struktur trafen sich die beiden zentralen Kritikpunkte, die Lessing vorbrachte, gegen das Ut pictura poesis Prinzip, also zwei Vorwürfe, Schilderungssucht und Allegoristerei, so nennt Lessing das. Eben diese alte, emblematische Behandlung von Natur irritierte Lessing auch an Breitingers Hallerlob, der in der kritischen Dichtkunst betont hatte, Zitat, dass die ähnlichste Zeichnung eines Malers gegen diese poetische Schilderei ganz matt sei. Für Lessing ist dieses Lob aus einem ganz falschen Gesichtspunkte gesprochen, in dem Breitinger da mehr auf die fremden Zieraten, die der Dichter verwebet, auf die Erhöhung über das vegetative Leben, auf die Entwicklung der inneren Vollkommenheiten gesehen habe. Diese Schönheit selbst, was in dieser Formulierung noch etwas versteckt, diese Schönheit selbst, ja, so ist die Formulierung, in ihr erscheint etwas, was Lessing begrifflich noch nicht fasst, aber was sich hier konturiert, nämlich die Eigenlogik der Poesie, die Autonomie des Ästhetischen, wenn man das etwas weiter fasst, gegen die Heteronomie der geistlichen Bedeutungen und Beschriftungen der Dinge. Sinnliche Erkenntnis, sinnliche Wahrnehmung. Also nimmt ganz eigentlich jetzt den Standpunkt Baumgartens und der rhetorischen Ästhetik ein. Heteronomie bedeuten eben Zutaten und Zieraten, also der Versuch, diese Blumen über ihre eigentliche Oberfläche hinaus mit Bedeutungen aufzuladen. Das wird abgetan. Die Metaphern sind Relikte und Spuren des barocken Geschmacks, des lohnsteinischen Geschmacks, wie Haller selbst in seiner Vorbemerkung zu den Alpen einräumt. Und dabei, das haben Sie, glaube ich, auch schön gesehen beim Vorlesen, unterläuft so eine ganze politische Hintergrundmetaphorik. Ja? Also Pöbelkräuter, Haupt des Hohen Enzian, also eine gesamte Gesellschaftsordnung wird hier durchdekliniert. Aber das können wir hier, glaube ich, abkürzen. Diese höfisch-politische Qualität des Textes, seine Bilder absolutistischer Macht- und Prachtentfaltung, Krone, Diamant, Purpur, Kleid, wecken das Misstrauen des bürgerlichen Literaten Lessings, der längst schon die zivile Sphäre als die eigentlich humane ausgemacht hatte. Lessings Ideal war die bürgerliche Familie, nicht die höfische Politik, die in den Stücken ja immer wieder, also siehe Prinz von Guastalla in Emilia Galotti, zerstörerisch in die Ordnung der Gesellschaft einbrach. Aber das wäre jetzt also eine Weiterung, das hier zu verfolgen. Fünftens die doppelte Unterscheidung. Ich komme zu einem kurzen Resümee, das zum Ausgangspunkt zurückführt, also Frage des Lehrgedichts im Verhältnis zur Naturwissenschaft. In Lessings Haller-Kritik wird die Eigenlogik der Dichtung durch eine doppelte Unterscheidung bestimmt, gegenüber der Malerei und gegenüber der Naturwissenschaft. Pointiert gesagt, Dichtung malt nicht und forscht nicht. Sie neigt sich weder der Schilderung noch der Prosa der Wissenschaften zu. Gegen diese beiden Entgrenzungen der Kunst behauptet Lessing die Eigenlogik, die Autonomie der Poesie.
Damit schließt sich der Kreis zu den frühen Lehrgedichten. In der Hallerkritik steht erneut die Personalunion von Dichter und Philosoph zur Debatte, die in Pope, ein Metaphysiker, erstmals verworfen wurde. So konvergieren die beiden neuen Autoritäten, Aristoteles und Baumgarten, ja, Baumgarten, zu dem Lessing ein schwieriges Verhältnis unterhält, wie er in der Vorrede zum Laokoon deutlich macht, aber er ist in dieser Bestimmung der Sinnlichkeit ein Baumgartenschüler. In der Kritik der Lehrdichtung konvergieren diese beiden Stränge. Die ästhetische Wahrheit ist nicht die der Philosophen und der Physikotheologen, sie liegt paradoxerweise in der Täuschung. Und damit möchte ich schließen. Vielen Dank.